Am Samstag, dem 20. Mai 2017, fand in den Media Docks in Lübeck das erste Lach-Yoga-Symposium statt. Viele Anhänger aus Schleswig-Holstein und Hamburg trafen sich im lichtdurchfluteten Raum im vierten Stock zum Lachen, Bewegen, Atmen, zu Vorträgen und zum Austausch. Travas hat ganz fleißig hier noch ein paar Plakate aufgehängt. Yeah. Ja, und Frauke. Mit Frauke haben wir auch eine Zusammenarbeit. Das kann ich ja, genau. Also ich bin Frauke, auch aus Lübeck. Nese mal den Salat haben. Vorne die Nese, hinten der Mann, vorne die Frau. Dazwischen okay. Frau, okay. Nese mal ist das dann. Gabriela und Dieter, Sie sind Mitglied beim Lach-Yoga. Was genau ist denn das eigentlich? Gabriela, magst du das vielleicht erklären? Ja, klar, kann ich machen. Lach-Yoga, das ist eine Methode, die aus Indien stammt. Das ist Yoga. Wir kombinieren Lachübungen, künstliche kann man vielleicht sagen, mit Atemübungen aus dem Yoga. Das ist es einfach ganz platt formuliert, ganz simpel für unsere Zuschauer formuliert. Also Sie erzählen da keine Witze? Nein, wir kommen ohne Witze aus, wir machen Übungen, zum Beispiel die Arme in die Luft strecken, nach oben und dann lachen wir alle gleichzeitig, und weil wir alle gleichzeitig lachen, ist das auch sehr ansteckend, sodass aus dem zunächst vielleicht künstlichen Lachen auch schnell ein echtes Lachen wird. Und was bewirkt das für die Leute, die da lachen? Einmal, dass man sehr fröhlich wird. Also es werden auf jeden Fall sehr schnell Endorphine ausgeschüttet, wie beim Runner's High. Nur dafür muss man dann erstmal eine längere Zeit laufen. Hier geht das sehr schnell. Also wir werden heiter, wir kommen in eine gehobene Stimmung und unser ganzer Körper und unser Gehirn wird fantastisch mit Sauerstoff versorgt. Außerdem ist es auch sehr, sehr gut für das Immunsystem. Also hier kommt sehr viel in Bewegung. Und natürlich ist es auch für die Verbundenheit der Menschen und miteinander ist das eine schöne Sache. Jeder weiß, dass wer miteinander lacht, geht auch friedlich miteinander um und hat viele Freunde. Dieter, Sie sind der Veranstalter des Symposiums. Wer ist denn gekommen hier nach Lübeck? Also so wie ich jetzt den Überblick habe, sind Teilnehmer aus Kiel dabei, aus Hamburg natürlich, Gabriela Leppelt-Remmel, ich freue mich sehr. Ja, aus Lübeck sind auch einige, und im Grunde ist das so auf Schleswig-Holstein verteilt, so wie ich das jetzt gerade im Überblick habe. Kann man denn das heute so eine Art Fortbildung nennen oder ist es nur eine Zusammenkunft? Es ist ein Treffen, das erste seiner Art hier in Schleswig-Holstein. Das findet jetzt hier in Lübeck statt. Ich bin im Januar auf die Idee gekommen, hier muss jetzt was passieren in Schleswig-Holstein. Lach-Yoga muss jetzt wirklich an die Menschen rangetragen werden, weil es wirklich mir am Herzen liegt. Es ist Friedensarbeit, es ist einfach gut für die Menschen, es ist gut fürs Immunsystem, wie Gabriela ja schon sagte. Es bringt einfach mehr Freude ins Leben, und das können wir, denke ich, überall gebrauchen, auch hier in Lübeck und in ganz Schleswig-Holstein. Und deshalb habe ich dieses Symposium ausgerufen und freue mich natürlich, dass wir jetzt hier rund 30 Anmeldungen haben und dieser Zuspruch da ist. Und ich denke, das ist ausbaufähig. Der nächste Termin steht schon fest. Das ist der 26. Mai 2018, das zweite Symposium. Und was ich noch ganz wichtig finde, da möchte ich Gabriela gleich nochmal bitten, wenn Sie erlauben, kurz einzuladen für das erste Weltlachtreffen. Das hat einen englischen Namen. Ja, genau. Das hört sich vielleicht ein bisschen sperrig an, aber man soll ja auch groß denken. Das ist die First Global Laughter Yoga Conference. Nächsten Monat vom 23. bis 25. Juni in Frankfurt, also in Manhattan. Und wir haben da einen großen Saal gemietet und es kommen Leute aus über 50 Ländern, aus über 50 verschiedenen Ländern dorthin, um zu berichten, was sie in ihren Ländern mit Lach-Yoga machen. Also es ist ein Austausch, ein Miteinanderlernen, ein Inspirieren untereinander. Es kommen fantastische Leute, zum Beispiel die nach dieser fürchterlichen Katastrophe mit dem Tsunami in Japan Lach-Yoga in Evakuierungszentren gemacht haben, oder es kommen Leute, die in Gefängnissen, in großen Gefängnissen in Mexico City oder Rom Lach-Yoga mit Gefangenen, mit Insassen machen und unglaublich gute Erfahrungen damit machen. Alles solche Dinge werden wir da zu hören bekommen, und darüber hinaus wird auch sehr viel gefeiert.
Lach-Yoga geht nicht ohne die Elemente der Freude, ohne Lachen, Singen, Tanzen. Das werden wir heute hier ja auch alles erleben. Insofern wird es auch eine Party im Grunde genommen. Also es sind alle willkommen. Ja, also ihr alle auch. Ihr seid willkommen, nach Frankfurt zu kommen und bei dieser wunderbaren Veranstaltung teilzunehmen. Vielleicht kannst du noch von den Ehrengästen erzählen. Ja, oh, natürlich. Das wäre fast vergessen worden. Danke. Ehrengäste sind die Erfinder von Lach-Yoga, Dr. Madan Kataria und Madhuri, das Ehepaar. Die kommen direkt aus Indien angereist und sind die ganze Zeit dabei. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und des Weiteren kommt Laura Chaplin. Das ist die eine der Enkeltöchter von Charlie Chaplin, die sein Vermächtnis fortsetzt. Also sie möchte, dass Lachen und Humor sogar zu einem Menschenrecht erklärt werden und engagiert sich ganz stark dafür. Sie ist auch als Ehrengast dort. Außerdem ist der Bürgermeister von Frankfurt, der Oberbürgermeister von Frankfurt, der Peter Feldmann ist unser Schirmherr. Und er wird auch ein Grußwort sprechen und das Ganze wird rundum sehr gewertschätzt. Wenn jetzt jemand in Lübeck sagt, ich lache gerne und in Gesellschaft lachen, das könnte mir sehr gut gefallen, wie kann er mit Ihnen in Kontakt treten? Er kann auf jeden Fall sich bei der Gesangsschule anmelden oder anrufen, sich bei mir melden und mit mir ins Gespräch kommen. Es gibt aber auch in Lübeck andere Lach-Yoga-Leiter. Das findet man, denke ich, im Internet. Anke und Maria, findet man euch im Internet? Aber ihr seid im Ultimo. Gut. Und ihr seid immer in der Rösterei, jede Woche. Da gibt es dann einen Lachclub und dann bezahlt man da einen kleinen Obolus, wenn man 4 Euro bezahlt man da. Und dann kann man da einfach mitlachen und das gibt es sogar jede Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Wir haben zu danken. Ja, herzlichen Dank. Ja, schöne Grüße. Ho, ho, ha, ha, ha. Ja, ganz leer. Very good. Très bien. Très bien. Oui. Très bien. Oui. Oui. Yes. Oui. Yes. Yeah. Oui. Yes. Oui. Yes. Yeah. Oui. Yes. Oui. Yes. Yeah. Another language. Russisch? Очень хорошо, очень хорошо. Ура! Очень хорошо, очень хорошо.